So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Trading Card Game Live. Wir holen hier erstmal die Sachen ab. Und Sören, nochmal danke, dass du nochmal ein bisschen erklärt hast, was du genau meintest, was ich noch nicht ganz verstanden hatte. Ich habe es trotzdem nicht umgesetzt, aber ich erkläre gleich warum. Aber ich verstehe, warum du es möchtest. Also ich verstehe es wirklich. Und ich werde das noch umsetzen, aber nicht jetzt, weil zum einen ich das Deck dafür nochmal umbauen muss und dafür noch keine Zeit hatte. Und zum anderen, weil ich versuche dir entgegenzukommen, aber mit meinem eigenen Stil. So, wir haben ein Felino mit Plumps. Wir haben ein Kamaup mit heißes Magma. Das aktive Pokémon deines Gegners ist jetzt verbrannt. Wir haben ein Flamingo, das kennen wir schon zur Genüge, mit Piekser und Synchronfedern. Wenn man noch ein Flamingo auf der Bank hat, macht es auch einem Pokémon auf der Bank 60 Schadenspunkte. Und Iskalar mit Hack, wovon ich immer noch überzeugt bin, dass das ein Fehler ist, dass er einfach nicht übersetzt wurde, also umarmen. Während deines nächsten Zuges kann sich das verteidigende Pokémon nicht zurückziehen. Bekuli mit abrupter Kopfstoß und Lehmschuss. Und ein sich auflösendes Jalapeno. Ich habe heute ein paar Geschichten für euch, deswegen spielen wir jetzt einfach so ein bisschen blöd in der Gegend rum. Spielen eine Stadionkarte, spielen drei Itemkarten, das kriegen wir hin. Sören hat mir erklärt, dass das Palkia, was er wollte, speziell dafür ist, dass man das Quajutsu schneller angriffsfähig kriegt und auch wenn ein bereits mit Energie ausgestattetes Shiggy besiegt wird, dass man schneller ein neues Shiggy fertig kriegt. Das kann ich verstehen und ich werde wahrscheinlich nochmal eine Version machen, in dem das so funktionstüchtig ist. Muss ich nochmal gucken. Aber danke nochmal für die Erklärung. Also wirklich, wirklich danke. Ich hatte es so nicht verstanden. Deswegen finde ich das toll, dass du mir das nochmal erklärt hast. Man muss auch loben können. Ich merke gerade, ich bin in der falschen Aufnahmeszene, aber ist egal, darf jetzt bloß kein Sub reinkommen. Ich bin noch in der Livestream-Szene, weil wir hatten ja gestern Cat Café Manager. Wenn ich da war, mal gucken, wann der nächste ist. Ich muss nämlich mal gucken, weil ich habe das Gefühl, Pokémon geht nicht mehr lang. Dann werden wieder die Pokémon-Streams wieder regelmäßiger kommen, aber ich muss sowieso mal gucken mit dem Pokémon-Stream. Weil Tatsache leider ist, dass der Pokémon-Stream nächste Woche nicht stattfinden kann. Der Infinite Fusion-Stream. Den muss ich eventuell auf Mittwoch legen, weil ich Dienstag tatsächlich was anderes vorhab. Ist ein bisschen doof, aber müssen wir jetzt alle durch. Ich wollte aber eine Geschichte erzählen, weil ich auch das Jalapeno gesehen habe. Das hat mich nämlich daran erinnert. Viele von euch wissen, dass ich mag gerne scharfes Essen. Allerdings bin ich ein bisschen, ja, verweichlicht wäre gemein zu sagen, aber ich bin ein bisschen, ich krieg's nicht mehr so gut hin wie früher, ja. Weil einfach für mich selber koche ich selten scharf und dementsprechend, also ich koche ja sowieso selten und selten bis gar nicht. Und dementsprechend, ja, ist ein bisschen doof, weil an Schärfe muss man gewöhnt sein. So, jetzt ist folgende Situation vor kurzem passiert. Ich gebe Nachhilfe bei einer Familie, die sich indisch bestellt hatte. Und aus irgendeinem Grund hatte wohl jemand, also entweder der Fahrer hat einen Fehler gemacht oder die Person vor ihnen hatte die Bestellung nicht angenommen. Auf jeden Fall haben sie zu viel gekriegt. Das haben sie aber erst später gemerkt und dann hieß es halt, behaltet es drin. So, jetzt hatten die aber viel zu viel indisches Essen und da war Zeug dabei, das gebrannt hat wie Feuer. So, jetzt ist die Sache, die Familie isst nicht wirklich viel scharf oder zumindest nicht so scharf. So leicht scharf, aber nicht eher in die Richtung pikant. So. Jetzt war ich aber an dem Tag da und dann hieß es gleich, hast du Lust auf Indisch? Und ich war erstmal perplex.
Und dann wurde mir die Situation erklärt und dann hieß es, wenn du was willst, ich pack dir was ein. Nimm mit. Und da ich sowieso an dem Tag eigentlich hätte einkaufen gehen müssen noch, weil ich tatsächlich nichts mehr zu essen zu Hause hatte, habe ich gesagt, jo, nehme ich. Was auch okay ist. Also, ich habe kein Problem mit gutem Essen. Und es war gutes Essen. Das eine hat mir nicht ganz so gut geschmeckt. Was aber auch, glaube ich, mehr so an meinem Geschmack liegt, weil ich es ein bisschen... Ich fand es vom Geschmack her ein bisschen zu gemischt. Es ist verflucht schwer zu erklären. Also während das auf der einen Seite relativ mild im Geschmack war, war es auf der anderen Seite aber auch sehr intensiv von der Schärfe her. So, ich glaube, wir ballern das Vieh jetzt erstmal weg, bevor wir hier irgendwas anderes machen. Auch bevor wir neu ziehen. Ich hätte mir entweder einen intensiveren Geschmack gewünscht oder weniger Schärfe drin. Weil irgendwie so, für mich gehört Schärfe halt auch ein bisschen zum Geschmack dazu. Und wenn es scharf ist, dann soll es auch anständig schmecken. Und es war halt so, es hat halt geschmeckt so ein bisschen süßlich. Aber ansonsten hat es kaum wirklich Eigengeschmack, aber hat gebrannt wie Hölle. Das, nee. Entweder ihr macht was... Ja, es hätte herzhafter schmecken können, sagen wir es mal so. Also auf jeden Fall, das hat mir nicht so gut geschmeckt. Das andere, was sie mir eingepackt haben, fand ich sehr gut. War beides wirklich höllisch scharf. Also muss auch ich sagen. Vielleicht habe ich auch einfach bloß verlernt, scharf zu essen. Das ist auch möglich. Da will ich auch gar nicht sagen, dass das Essen jetzt so irgendwie übermäßig scharf war. Ich glaube, ich habe es einfach größtenteils verlernt. Aber an sich fand ich es gut und ich fand es nett und ich verstehe, dass es eben zu scharf war. Weil wenn man es nicht gewohnt ist, dann brennt das schon ziemlich. Gebe ich auch ganz offen zu. Also selbst ich brauchte viel, ja, Milch trinke ich nicht dazu, aber zumindest viel Reis, der mildert das ja auch. So, wir besorgen uns jetzt erstmal ein neues Shiggy. Und im Anschluss an das Shiggy will ich noch so eine Energierückerstattung haben. Energiezugewinn heißt das ja. Und guck mal, Sören, ich habe Chromas reingepackt. Nur für dich. Weil ich weiß, dass du wolltest, dass ich den rein tue. Ich wollte es mal probieren, weil du gesagt hast, ist besser, habe ich gedacht. Sagen, nein, will ich nicht, kann ich immer. Aber zumindest probieren sollte man es. So sehe ich die Sache. So. Ja, wir nehmen wieder eine Preiskarte. Ich mache nebenbei gerade mein Keyboard ein bisschen sauber, meine Tastatur. Die ist absolut verdreckt. Die muss ich mal wirklich komplett auseinandernehmen. Und mal komplett sauber machen. Habe ich tatsächlich bisher noch nicht gemacht, seitdem ich den Laptop habe. Schande über mich. Aber ich habe immer Angst, weil das so billige Plastikteile sind an den Tasten, dass wenn ich die Tasten rausmache, dass ich die kaputt mache. Und ich musste schon mal Tasten nachbestellen. Das ist verflucht teuer. Also tatsächlich für meinen alten Laptop musste ich Tasten nachbestellen, nicht für den hier. Gut. Wir benutzen mal Chromas, dafür haben wir ihn ja im Team, also im Deck. So, zack, zack, zack. Fluchtseil brauchen wir derzeit nicht. Dann will ich bitte das Speedy-Fass haben. Bin gerade im Überlegen, 140 reicht, um ihn zu killen, dann benutze ich ihn nicht. Wer weiß, ob ich überhaupt dann wieder Energie kriege. Da hebe ich mir das lieber auf und kombiniere das mit Bidifas nächste Runde. Und dann haben wir sogar noch einen neuen Akromas.
Also es läuft auf jeden Fall gut. Mögt ihr scharfes Essen? Das war eigentlich die Frage, die ich euch am Ende dieses langen Monologs stellen wollte. Oh Gott, ich muss hier wirklich mal alle Tasten rausmachen. Ja. Ich weiß nicht, was ich euch sonst großartig erzählen soll. Meine Hassperson, also die Person, die mich hasst, nicht die ich hasse, ich finde sie eigentlich sehr, sehr sympathisch, hat aufgegeben. Also ich kriege tatsächlich nicht mehr auf jedes Video konsequent genau einen Downvote. Was ich auf der einen Seite gut finde, weil dann haben meine Videos wieder, die sehen wieder hübscher aus, wenn die nur positive Bewertungen haben. Auf der anderen Seite finde ich es auch ein bisschen schade, weil es natürlich eine Interaktion mehr ist. Und das liebt ja der YouTube-Algorithmus einfach unheimlich. Deswegen ist auch wieder cool, wenn mir jemand einen Download gibt. Deswegen habe ich mich ja auch mal bei ihm bedankt. So, dann gehen wir jetzt aber direkt in die nächste Runde. Es ist halt eine schwierige Situation, weil auf der einen Seite möchte man halt gemocht werden. Und da sind halt solche Downvotes immer so ein bisschen, ja. Man nimmt sie negativ auf. Aber auf der anderen Seite denke ich mir halt auch, es hilft mir, wenn Leute downvoten. Deswegen freue ich mich auch immer, dass in letzter Zeit auch mehr Leute tatsächlich insgesamt Bewertungen abgeben. Also egal, ob es positiv oder negativ ist. Weil ich finde das tatsächlich gut, wenn Leute bewerten. Ich muss mich selber auch immer dran erinnern. Gebe ich zu. Ich bin auch so jemand, der sehr gerne vergisst, auf Videos einen Daumen nach oben zu geben. Und das ist eigentlich eine Schande ein bisschen. Weil gerade gute YouTuber verdienen das. Und es gibt ja einige wirklich gute YouTuber da draußen. Und damit meine ich nicht mich. Ich habe gerade eine Taste rausgemacht und die muss ich jetzt wieder reinkriegen. Gebe ich den Laptop einfach mal an Profis. Wenn die was kaputt machen, dann sind die immerhin versichert. Dann müssen die Taste nachkaufen. So. Feuer gegen Wasser. Ich will dich haben. Habe ich einen Sonderbonbon? Ja, ich. Aber es gibt tatsächlich YouTuber, die ich sehr gerne gucke. Deswegen, da darf man auch mal einen Daumen nach oben da lassen. Finde ich persönlich. Aber ich vergesse es auch. Und ich finde es ehrlich nicht gut, dass ich es vergesse. So, dann. Ja, das ist jetzt eine sehr ungünstige Situation. Ich mach das tatsächlich, weil wir müssen jetzt ein bisschen Nachschub beschaffen. Wir brauchen jetzt ein bisschen Power.
wird uns jetzt natürlich sofort umhauen. Da wäre er ein bisschen schneller als wir. Freut ihr euch eigentlich auf Halloween? Nächste Frage, nächstes Thema, nächstes alles. Ich freue mich auf Halloween. Bin ja großer Halloween-Fan. Regelmäßige Zuschauer wissen das ja. Ich mag Halloween sehr, sehr gerne. So, ich hoffe jetzt einfach darauf, dass wir was Anständiges ziehen, auch wenn ich nicht davon ausgehe. Wir haben was Anständiges gezogen. Glück gehabt. Reicht leider nur fast für den Kill. So. Ja, also ich freue mich drauf. Ich freue mich enorm drauf. Ich wollte eigentlich auf ein Halloween-Event dieses Jahr. Das werde ich allerdings nicht schaffen. Dementsprechend machen wir einfach wieder einen Stream. Dann freut ihr euch, weil ihr einen Stream kriegt. Ich freue mich, weil ich Zuschauer habe. Und ja. Putz muss sein Halloween-Event leider alleine machen. Ohne mich. Finde ich auch schade. Wäre gerne dabei gewesen. Aber wird ein nächstes Jahr geben. Und wer weiß, dann bin ich vielleicht dabei. Ich versuche immer noch an dieser Taste rumzumachen. Weil da irgendwas nicht stimmt. Ich rechne meine Funktionstaste. Das Ding da drin, aber meine Taste geht nicht. Ich leg's das Plastik da dran. Verdammt, jetzt hat er unser Totdog platt. Jetzt haben wir ein Problem. Ja. Ja, wir haben ein Problem. Gut, wir haben eben die Runde gewonnen, dann verlieren wir halt mal eine. Es gibt Schlimmeres. So. Gut. Wir gewinnen jetzt nochmal. Habe ich gerade beschlossen. Und wenn ich das beschlossen habe, dann ist das auch so. Das noch, ne? Muss jetzt gerade mal gucken, wie rum diese Taste hier drauf war.
bevor ich meinen Computer jetzt hier ganz zerfetze und am Ende neue Tasten bestellen muss. Das Gefühl habe ich nämlich gerade. Weil ich glaube, das eine habe ich einfach nur falsch rum eingesetzt. Weil eigentlich sieht es richtig rum aus. Gott, ich bin Informatiker. Ich werde doch wohl eine Taste hier wieder dran kriegen. Ich fühle mich gerade wie der letzte Höhlenmensch, ne? So, komm. Na, wirst du wohl? Gehst du dahin? Shiggy weigert sich. Ja, komm, komm, willst du nicht? Ich muss dann mal in Ruhe nach dem Video gucken. So. Es sind schon zwei Tasten inzwischen. Wir holen uns erstmal das hier zum Nachziehen. Geht der Stärke raus. Das will ich erstmal noch nicht. Was vielleicht ungünstig und doof ist, aber ja, dann ist es so. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl, weil ich glaube, der hat jetzt gerade eine höhere Geschwindigkeit als wir. Ich glaube, der wird uns platt machen. Müssen wir mal gucken. Jetzt natürlich nur ein Gefühl, aber ein eventuell sehr zutreffendes. Okay. Er hat uns nicht platt gemacht, gibt uns die Chance, ein bisschen was zu tun. So, ich schmeiß tatsächlich das Schillock und den Hyperball weg. Hol uns ein BD-Fass. Und hol uns mit dem BD-Fass jetzt als allererstes mal eine volle Hand. Das ist doch schon mal gut. Machen wir das. Holen wir uns einen Shiggy. Holen wir uns eine Energierückerstattung. Ich glaube, das ist auch nochmal gut. Also Energiezugewinn heißt ja. Machen das hier. Und beenden unseren Zug. Wow. Ich habe gerade gemerkt, warum ich meine Taste da nicht wieder reinkriege.
Man sollte halt das Ding, was man benutzt, auch richtig rum reinmachen. Habe gehört, dann könnte es sogar funktionieren, dass die Taste wieder reingeht. Aber nur vielleicht. Weil diese weißen Plastikteilchen, die da dran sind, die hatte ich falschrum zusammengesetzt wieder. Und wenn die falschrum sind, dann passen die natürlich nicht. So, dich dahin, dich dahin. Oh Gott. Jetzt nicht. Ich hier einen Anruf. Der war vorherzusehen, muss ich dazu sagen. Ich habe mal einfach verpeilt. Aber muss jetzt mal eine Sekunde warten. Enigmara schmeiß ich weg. Ja, er hatte geschrieben, das hat mir mein Computer bloß nicht angezeigt. Oder ich war zu sehr mit meinen Tasten beschäftigt. So, jetzt können wir aber auf jeden Fall anfangen. Hat mich das gerade erschreckt, wenn wir schon bei Halloween sind. Ich werde wahrscheinlich übrigens den zweiten Teil von Bandy and the Ink Machine an Halloween machen. Den ersten hatten wir ja im vorletzten Jahr, glaube ich. Oder im vorvorletzten Jahr? Ich weiß es schon gar nicht mehr, wann wir den genau hatten. Auf jeden Fall, den machen wir dann in diesem Jahr. Und ich freue mich drauf. Ich freue mich wirklich drauf. Weil Bandy and the Ink Machine war ein echt cooles Spiel. Außer Kapitel 3. Also Kapitel 3 war super doof. Und die Sache mit dem Absturz. Erinnert ihr euch da noch dran? Für alle, die es nicht gesehen haben oder sich nicht mehr dran erinnern. Okay, meine Tasten funktionieren mal wieder. Möge es mal rekapituliert werden. Also, wir haben Bandy and the Ink Machine gespielt und es gab einen Soundbug. Und ich musste das Spiel neu starten. Und dabei hat sich rausgestellt, dass einfach der komplette Speicher leer war. Also ehrlich, das Ding hat einfach nicht gespeichert. Das ganze Spiel über. Und jetzt könnte man sagen, jawohl, hat halt keine Autosave-Funktion. Bist du halt selber schuld, wenn du nicht speichern gehst. Das Problem war, genau das habe ich getan. Ich bin speichern gegangen. Manuell. Und zwar oft. Einfach aus Angst. Und dann musste ich ganz, ganz viel neu spielen. Und wie ihr euch denken könnt, fand ich das jetzt nicht ganz so geil, das alles neu zu machen. Und hatte da auch relativ wenig Spaß dran. Und das hat mir so ein bisschen die Stimmung gekillt an dem Abend. Auch das hat mich so ein bisschen aus der Angst rausgeholt. Weil vorher war ich echt extrem ängstlich. Und danach halt kaum noch. Weil das halt einfach der Moment war, in dem sich Angst in Genervtheit geändert hat. Mit dir kann ich keine Stadionkarte holen, oder? Nee.
kann ich nicht ein Fluchtseil holen. Aber eigentlich will ich kein Fluchtseil. Nehmen wir noch so ein Ding. Pokémon will ich eigentlich auch gerade keins. Spiritza können wir ruhig schon mal auf die Bank legen. Theoretisch, jetzt wäre so eine Situation, in der ich Sören vollkommen recht geben muss. Jetzt wäre es cool, ein Quajutsu draußen zu haben. Weil Quajutsu, wenn man das so jetzt machen würde, würde es einfach zu lange dauern. Drei Energien da dran legen, ist eine Aufgabe für die Ewigkeit. Wirklich eine Aufgabe für die Ewigkeit. Und ich begrüße übrigens auch viele neue Leute. Das habe ich noch gar nicht gesagt. Das habe ich auch noch auf meiner Agenda stehen für heute zu erwähnen. Wir haben viele neue Zuschauer. Ich sehe das immer wieder, dass tatsächlich neue Leute dazukommen. Vielleicht seid ihr auch dieselben Leute, die immer ein anderes VPN benutzen. Weiß ich nicht. Aber schön, dass ihr da seid. Und ich freue mich. Die Videos sind nicht alle so abgelenkt wie heute. Schaut am besten zum Beispiel mal ins letzte oder ins vorletzte Video rein. Ist nur heute. Weil ich heute festgestellt habe, wie dreckig meine Tastatur ist. So, das geben wir jetzt wieder ab. Und ich darf heute auch wieder arbeiten gehen. Freue ich mich auch drüber. Ich bin ja so jemand, der unheimlich faul ist, ne? Also das wissen die meisten von euch. Ich erzähle da, glaube ich, niemandem was Neues. Ich bin gerne faul. Gebe ich auch ganz offen zu. Ist einfach so. Wer nicht mal gerne faul ist, der werfe den ersten Stein. Bin gerade echt am Überlegen, einfach mal Energie an Quajutsu anzuhauen. Dass Quajutsu hier tatsächlich dann quasi vielleicht nicht von Anfang an draufhaut, aber vielleicht so den Gnadenstoß gibt. Ja. Also, ihr versteht, was ich meine. Dass wir mit Quajutsu einfach nur den letzten Schlag machen. Quajutsu hat keine andere Aufgabe, als am Ende den Kampf zu beenden. Weil die können unser Turtok nicht mit einem Schlag erledigen. Das kriegen sie einfach nicht hin. Dafür fehlt ihnen trotz Unmengen von Energie ein bisschen der Wumms. Thank you.
So, jetzt versuche ich mich auch wieder voll zu konzentrieren. Zumindest jetzt für die letzten paar Minuten. Bin heute ein bisschen abgelenkt, es tut mir leid. So, dich legen wir an. Hier schmeißen wir mal ein bisschen. Ein Schigi behalten wir uns mal. Wir schmeißen mal ein Fluchtseil. Obwohl, Fluchtseil mich hier abfallen. Ich schmeiß mal Chromas weg. So. Energie wiederholen. Und mit einmal Energie draufhauen. So, wir müssen jetzt nur ein Pokémon besiegen und wir holen uns zwei. Ich meine, er hat nicht mal mehr Karten im Deck. Und ich habe auch noch einen Falk drin. Ich gebe es zu. Ich habe ihn versucht zu verstecken, aber da ist er. Ich mag Falk. Tatsächlich. Aber ich habe jetzt so viel an dem Deck rumgebastelt, ich weiß nicht, ob er jetzt noch sinnvoll ist. Aber am Anfang muss ich tatsächlich leider mal widersprechen. Fand ich ihn tatsächlich sinnvoll. Weil er tatsächlich nicht wirklich schlechter war als Akromas Experiment. Jetzt in der Umwandlung, wo ich auch tatsächlich, glaube ich, ein Stadion weniger drin habe, bin ich mir nicht mehr so sicher. Ob er noch so gut ist, weil ich ihn tatsächlich weniger mit Stadion spielen kann. Aber vorher konnte ich ihn halt immer mit Stadion spielen. Das war halt gut. Und mit vier Karten ziehen war er halt tatsächlich nicht schlecht. Komm, beende. Ich habe jemanden, der bei mir durchgeklingelt hat in der Aufnahme und der was besprechen möchte. Was ich auch sehr gerne besprechen würde. Dementsprechend ja. Geht nämlich um meine Pen and Paper Runde. Und der hat es jetzt geschafft, dass ich mit ihm neue Fähigkeiten durchsprechen kann. Die er jetzt kriegt. Beziehungsweise die er sich ausdenken kann und nicht absegnen muss. So, ja. Ist eigentlich wurscht. Wir können den jetzt sogar so kaputt hauen. Brauchen wir das Quajutsu nicht mal. Aber für solche Fälle verstehe ich das tatsächlich. Dass man da gerne das Quajutsu schnell mächtig haben möchte. Doch, kann ich nachvollziehen. Wie gesagt, ich werde es vielleicht mal umbauen, wenn ich die Zeit habe. Ist derzeit alles ein bisschen kritisch, weil ich viel von der Arbeit zu tun habe und auch viele andere Projekte halt gerade am Laufen habe und Sachen, die ich gerne machen würde und tun und dann noch Veranstaltungen und Halloween-Vorbereitungen und Jahresrückblick und... Ach Gott. Ja. Und viele Streams mit Hoods. Der jetzt übrigens auch demnächst seinen 24-Stunden-Stream hat. In, ich glaube, 3 Wochen. Und wäre cool, wenn da ganz, ganz viele von euch vorbeischauen. Weil Hutz hat sich tatsächlich im Gegensatz zu früher mehr an meinem Prinzip orientiert. Bedeutet, ihr könnt den Stream unendlich lang verlängern. Und wer an meinen letzten Stream denkt, wo der Wolf gesagt hat, ja, 24 Stunden... Das geht ja, das machen wir. Und am Ende 36 Stunden, oder waren es 34 Stunden? Irgendwas in dem Dreh da saß. Krank, tatsächlich. Zu dem Zeitpunkt noch. Weil ich direkt vor dem Stream krank geworden bin. Also nicht direkt vor dem Stream, aber irgendwie ein paar Tage vor dem Stream und noch nicht wieder gesund war. Das war schon lustig. Aber ich hatte Spaß dran. Ich will wieder so einen Stream machen. Also der wird auch kommen. Und ich habe viele neue Spiele dafür. Und viele neue Ideen. Aber gut, Leute. Wir haben noch 2 Wochen für 7 Level. Das schaffen wir. Ihr lasst mir ein nettes Kommentar da. Einen Daumen nach oben.
Und ich hoffe, ihr hattet, trotz dass ich ein bisschen abgelenkt war heute, eine ganze Menge Spaß. Also, beim nächsten Mal bin ich wieder aktiver dabei. Bis dann, euer Wolf.